Hiermit hallo und herzlich willkommen zu Yooka-Laylee, also Let's Play Yooka-Laylee und zu Part 10. Und wir sind hier in dieser Archivbibliothek stehen geblieben, haben im vorhergehenden Part eines der einfachsten Quiz gelöst. Ja, wir haben die Spielwelt 1, die Spiel, ja, die Welt 1 erweitert, haben sie aber noch nicht betreten, sind dann weitergegangen, haben ja dieses Quiz gemacht, das eigentlich so einfach war, wobei ich nicht alles wusste und einige Mal geraten habe, ja. Und jetzt schauen wir uns an, was denn hier los ist. Ah, das sind diese Augen, die am Anfang vom Spiel. Egal. Wenn ihr glaubt, die bisherigen Herausforderungen seien schwierig gewesen, dann wartet nur, bis ihr meine Prognose für das vierte Spielquartal seht. Vierte Quartal? Prognose wird das vierte Quartal? So, da irgendwo sollte unser Schlangenfreund. Freund. Freund sei. Nice. Ich komme da nicht nach oben. Okay. Ah, da geht's weiter. Oh. Kann man den Schalter einfach drücken? So, ich muss mal kurz Luft holen. Naja, egal. Geht nicht. Okay, wir können den nicht bestätigen. Nicht betätigen. Nicht bestätigen. Ja, wir können das anscheinend nicht betätigen. Und hier eben sollte irgendwo der Schlangen folgen. Okay. Er hat jedenfalls gesagt, wir sollten ihn im Archiv aufsuchen. Oder so. Hey, dort ist ein Pechi. Pechi. Man kommt hier hinein. Ah, das ist ein Rätsel, ha? So, dann gehe ich hier hinein. Okay, da kann ich. Nice! Und, wo geht's da hin? Komm. Bücher stehen. Okay. Naja, dann. Okay, aber dieser Schalter können wir erst später betätigen, anscheinend. So.
Hier könnten wir noch sprechen. Aber das würde. Hier war da und so. So, hier konnten wir hin. Da bin ich gestorben. Oh, das sieht. Sieht's nach Eis aus? Oder Schnee? Okay, wir haben die zweite Welt gefunden. Ihr braucht 3 von unseren Pages, um diese Welt freizuschalten. Möchtet ihr den Gletscher freischalten? Ja, gerne. Nicht vergessen, ihr könnt diese Welt erweitern, sobald ihr 5 Pages gewonnen habt. Stellt euch einfach auf den großwälziger Schalter, wenn ihr bereit seid. Wie ich hörte, hilft die Erweiterung Version des Glitcher zu einer anderen Perspektive. Ja, ja. Er läuft jetzt im Schnee sehr langsam. Ich möchte mich ein bisschen umschauen hier. Ein Schneemann, ein Schneemann. Oh. Oder? Nein, ein. Oh, diese Laserteile sind sehr genau. So. Ah, da gibt es eine weitere Türe mit einem Schalter. Okidoki. Zu. So, dann gehen wir noch in diese Welt. Okay. Hat mich nur untergenommen, was das ist. Also, okay. Gehen wir. Los geht's. Finde Kartus in jeder Welt. Buchen. Mauerlöcher, was? Es bedarf verschiedenen Taktiken, um die verschiedenen. Ja, um diese. Glitcher, Frost, Glitcher! Sehr interessanter Name. Und. Ehrlich gesagt, habe ich von dem Level. Ein kleiner. Teil schon mal gesehen. Vor dem Release. Also ich habe es nicht gespielt. Oh, das geht nicht. Ich brauche unbedingt diesen Sprung. Also ich glaube, es war dieses Level. Ja, doch, doch, doch. Ja, ja, es war dies. Es war dieses Level. Genau. Zu den Gegner. Augen. Okay.
Willkommen zurück, ich werde ihr werdet alles meine Doki im 0,0 freischalten. Freigeschaltet haben. Aha, wir brauchen. Ja, okay. Wir müssen so. Das heißt, wir brauchen. Was? Fortschritt? Okay, naja. Das heißt, wenn wir gewisse Dinge freischalten, können wir. Also für mich sieht es nice aus. Ich denke, in noch besserer Auflösung, noch bessere Qualität wäre das sicher noch besser. So in 4K, schönste Auflösung. Oh. Naja, das wäre was. Gehen wir hin, hier hin. Oh, das sieht auch wirklich bezaubernd aus. Kristalllinienhöhle. Das sieht wirklich bezaubernd aus. Also ich habe es eben vor dem Release ein Teil davon gesehen. Das sind ja lustige Schneemänner. Ah, die können sich entscheiden, ob sie jetzt das Buch wählen. Überall gibt es Pages. Irgendwas muss das hier gut sein. Okay, keine Ahnung, was man hier alles machen muss, um das freizuschalten. Oh, dieser Schneemann. Dieser Schneemann ist ein netter Schneemann. Ein Windstoß ist gekommen, hat mir den Hut genommen. Das tut mir leid. So, wo geht's dahin? Ich wollte schon fragen, gibt's Spuren? Nicht mehr. Aber anscheinend nicht. Oh, hier ist ein bisschen grün. Ein Totenkopf? Nee. Oh, hier ist unsere Wissenschaftlerin. Oder Wissenschaftler. Ich muss vielleicht mal nachlesen und oh. Einleitung, dass jetzt ein Herodanesi ist. Das ist doch wieder Janesi, also ja. Oder wie ein R. Keine Ahnung. Werden wir hier zum Schneemann oder was? Oh, ein Bienennest.
Eigentlich wollte ich heute noch bei Espart 10 aufnehmen, aber sehr wahrscheinlich werde ich noch etwas weiter aufnehmen. Naja, das war ja vielleicht sinnlos, was ich gerade getan habe. Oh, nochmal ein Schneemann. Bitte, warum bringt mir denn keiner meinen verlorenen Hut? Die wollen alle Hüte. Das heißt 3, 4. Okay. Okay. Interessant gemacht. Sehr interessant. Also, wer es noch nicht verstanden hat, sobald ich mich hier drauf stelle, bewegt sich Nummer 3. Also der vordere natürlich. Und wenn ich mich jetzt hier drauf stelle, bewegt sich Nummer 2. Wobei, der erscheint auch erst, wenn ich mich hier drauf gestellt habe. Eins, so. So. Och. Okay. Gut. So vielleicht. Da weiß ich jetzt nicht, wie das geht. Ich denke, Mitte. Oh. Okay, Fehl. Ich habe eigentlich zweimal gedrückt, aber irgendwie. So, mittig. Nice! Okay, ich verstehe ab und zu nicht. Er springt ab und zu nicht gerade. Auf dieser Plattform ebenfalls nicht. Wieso? Ach immer. Oh, ich kann ja von auf diesen. So, etwa mittig. Wieso? Tut mir leid, liebe Freunde. Liebe Community, liebe Gesellschaft, liebe Leute, die das Video schauen. So, jetzt geht's. Ernsthaft? Nein, wieso? Ich hätte. Wieso wird hier Lily eigentlich als rot angezeigt? Naja, es sieht jedenfalls rot aus. Ja. Ja. Ich denke, ich beende jetzt hier den Pfad. Und wir sehen uns gleich wieder. Oder gleich, ja, am nächsten Tag für euch. Sehr wahrscheinlich. Kann ich da noch oben? Mal schauen. Das werden wir im nächsten Part herausfinden. Also bis dann und tschüss.